Hey, ich bin die Dani und ich bin heute das erste Mal unterwegs für unser neues Format Ich treffe das erste Mal. In diesem Format treffe ich engagierte Mitglieder oder TrainerInnen oder andere besondere, wichtige Ansprechpersonen für Jugendliche hier in Rödermark. Und deshalb bin ich heute mit Robert Radke, dem neuen Berufswegebegleiter hier in Rödermark, verabredet. Hallo, schön dich kennenzulernen. Schön da zu sein. Gerne doch. Ich treffe heute das erste Mal Robert Radke. Er ist der neue Berufswegebegleiter hier in Rödermark. Und wie ihr schon seht, sind wir hier bei uns im Schillerhaus in Urberach. Und von dir möchte ich heute gerne erfahren, warum die Berufswegebegleitung ein Nice-to-Know für Jugendliche ist. Also würde ich sagen, fangen wir an. Kommen wir zur ersten Frage. Zuerst einmal habe ich ja schon gesagt, dass du dir der neue Berufswegebegleiter hier in Rödermark bist. Wie kam es dazu? Die Berufswegebegleitung wird normalerweise von der Frau Till Ülal gemacht und sie ist im Moment im Mutterschaftsurlaub und ich bin sozusagen ihre Vertretung für ein Jahr jetzt erstmal. Ich habe vorher im Bereich der beruflichen Orientierung schon gearbeitet in der Stadt Darmstadt und habe ja dann jetzt einfach die Möglichkeit ergriffen, mich einfach beruflich nochmal komplett auf ganz neues Terrain zu bewegen, indem ich mal bei einer Stadt anfange, weil es ist nochmal was ganz was anderes. Vorher habe ich halt eher bei freieren Trägern gearbeitet und habe einfach die Möglichkeit einfach für mich mal ergriffen, nochmal was anderes kennenzulernen. Auch, glaube ich, auch eine schöne Erfahrung, einfach mal was Neues auszuprobieren. Und Stadt ist wirklich was anderes. Ja, genau, also es gibt halt einfach wirklich ganz gravierende Unterschiede zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen. Also die Stadt ist wesentlich strukturierter an einigen Punkten und hat natürlich auch andere Vorgaben für die Arbeit als jetzt freie Träger. Und beides hat Vor- als auch Nachteile letztendlich. Ja, Aber es macht beides sehr viel Spaß. ja, das glaube ich. Dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Und zwar, welche Themen sprichst du an und welche Jugendlichen sprichst du damit an? Also grundsätzlich ist es bei mir so, die Berufswegebegleitung spricht alle Jugendlichen an bis 26, 27 Jahre ungefähr, die halt in der Rödermark wohnen. Und es geht thematisch bei mir um den Übergang Schule und Beruf. Das heißt, es geht um Themen wie Ausbildung für Leute, die jetzt beim Schillerhaus wohnen, natürlich auch, wenn es komplett noch gar keine Orientierung geht, aber auch sowas wie ja, freiwilliges soziales Jahr, freiwilliges ökologisches Jahr. Ich habe noch gar keine Ahnung, was ich machen möchte. Aber halt auch so solche Sachen. Okay, ich habe irgendwelche Probleme mit in der Ausbildung. Auch da kann man noch mal zu mir kommen und wir können gucken, was man halt machen kann. Ja? Und natürlich helfe ich auch, wenn irgendwas diesem ganzen Prozess im Weg steht, dann schaut man einfach, wie man diese Probleme dann gemeinsam lösen kann. Und ich finde auch, dieses nicht zu wissen, was man nach der Schule machen will, ist, glaube ich, auch eine Sache, die weit verbreitet ist. Also ich hatte das auch damals, dieses, was will ich eigentlich machen? Und ich habe mich auch erstmal ausprobiert. Also ich denke, das hat jeder. Also viele, viele junge Menschen wissen mit 14, 15 natürlich noch nicht, wo sie hinwollen. Und es wäre ja auch vermessen von uns zu sagen, dass sie das müssten. Ja? Und dafür gibt es ja halt auch viele Angebote. Man kann Langzeitpraktika machen, man kann, wie gesagt, in ein freiwilliges soziales Jahr gehen, zum Bundesfreiwilligendienst. Es gibt Leute, die machen erstmal eine Ausbildung, dann noch, danach noch eine. Es gibt ja auch Ausbildungsberufe, die Voraussetzungen haben, die man nach einem Hauptschul- oder Realschulabschluss noch gar nicht erfüllen kann, wie das 18. Lebensjahr. Ja, wenn Sie in den mittleren Vollzugsdienst wollen, das geht nicht, das ist ab 18. Ja, Tierpflege, eine sehr beliebte Ausbildung bei jungen Damen, auch immer noch, ja, größtenteils ab 18. Ja, mit einem Praktikum, was man erst ab 18 machen darf. Ja, setzt aber nur einen Realschulabschluss voraus. Naja, passt halt nicht ganz immer. Und da muss man halt schauen, wenn das dann halt der Berufswunsch ist, dann sollte man halt schauen, wie man da halt hinkommt. Also das ist halt Sinn und Zweck der Sache. Ja, und bei sowas helfe ich dann halt einfach. Das ist halt, ja, so utopisch der Berufswunsch jetzt erstmal sein kann. Man nimmt den halt erstmal an und dann schaut man halt, okay, welchen Weg kannst du denn gehen und wie kommen wir dahin? Aber auch sorry, ich hatte schon auch in der letzten Arbeit junge Menschen da sitzen, die waren sehr interessiert am künstlerischen Beruf. Und künstlerische Berufe sind halt austechnisch
Ausrechnungsbilder sehr wenig vorhanden. Da gibt es fast gar nichts. Das geht meistens über ein Studium. Und da war dann auch die Frage, okay, der konnte wirklich sehr gut zeichnen, der junge Mann. Aber wie kriegt man jetzt das Hobby mit irgendeinem Beruf unter? Und das geht, ja. Er wird halt Mediengestalter jetzt. Ja. Und zwar für Bild und Ton zwar, aber immerhin, er konnte mindestens einen Teil seiner Leidenschaft ausleben. Und für ihn wird es dann wahrscheinlich irgendwann darauf hinaus, er macht die Ausbildung, wird in dem Bereich ein bisschen arbeiten und dann halt schauen, dass er halt mit seinen Zeichnungen, er möchte gerne einen Comic rausbringen, das halt im Privatbereich macht. Und wenn es dann, so wenn es irgendwie klappen sollte, irgendwie Geld einbringt, dann kann er ja immer noch auch den Job zum Beispiel auf 50% reduzieren und. Und das sind halt meistens Möglichkeiten, die fallen halt jungen Menschen gar nicht ein. Ja, ja. Das muss ich auch nicht, dafür gibt es ja mich dann. Genau. Okay, dann kommen wir zu der dritten Frage. Wann, wie und wo kann man dich erreichen? Okay, im Moment ist es so, dass, dass ich in der Regel von, ja, ich sag mal, 8 bis 14 Uhr immer an der Oswald von Nellbräuning Schule bin. Ja, also für Schüler, die können einfach in den Pausen vorbeikommen, dann vereinbaren wir einen Termin, ja, und dann schaut man halt einfach. In der Regel machen die meisten Schüler einen Termin dann so um 13, 15, wenn für sie die Schule halt aus ist. Ich werde langfristig gesehen auch, vor allem auch wenn Corona wieder vorbei ist, dann auch wieder Sprechstunden, also auch offene Sprechstunden dann im Schillerhaus anbieten. Im Moment geht es halt nur nach Absprache. Ja, das heißt, ich habe ein Diensthandy und auch einen Festnetzanschluss in der Schule. Da kam und natürlich auch eine E-Mail-Adresse bei der Stadt. Da kann man mich dann einfach erreichen, dann wird halt ein Termin vereinbart und dann kann man hier auch auf dem Nachmittag, sofern halt ein Beratungsbüro frei ist, auch hier einen Termin haben. Sehr gut, dann bist du auf jeden Fall vielseitig verteilt. Genau, überall ein bisschen. Sehr gut. Dann kommen wir zur vierten Frage. Und zwar, ich möchte eine Ausbildung anfangen und ich weiß noch nicht genau, wie und wo ich da anfangen soll, also was ich da machen soll. Also der wichtigste Punkt ist, grundsätzlich braucht man für eine Ausbildung in Deutschland eigentlich gar nichts. Du könntest auch ohne kompletten Schulabschluss dich bei einem Betrieb bewerben und sagen, hey, ich möchte jetzt Schreiner werden. Ja. Das ist eine sehr schöne Sache. Die Betriebe haben natürlich eigene Voraussetzungen, nach denen sie Auszubildende auswählen. Und in der Regel setzen sie halt einen Schulabschluss voraus. Die wichtigste Sache ist, wenn du schon weißt, wo es hingeht, in welche Richtung, dann ist das super. Wenn du das noch nicht weißt, dann kann man das halt mit verschiedenen Möglichkeiten machen. Ich benutze gerne einen sogenannten Fotointeressenstest. Der besteht im Wesentlichen aus einer ganzen großen Menge Fotos. Und wir setzen uns einfach hin und derjenige, der eine Ausbildung sucht, setzt sich sozusagen hin und macht nichts weiter als erstmal diese Fotos nach, ja, kann ich mir vorstellen, sieht ganz hübsch aus und oh mein Gott, möchte ich nie machen, zu sortieren. Und das Schöne an diesem Test ist, der ist halt hinten nummeriert, das heißt, wir können uns dann kleine Häufchen machen und man kann auch mal gucken, ob es schon Querschnitte gibt, weil manchmal gibt es auch Bilder, die sind nicht ganz so eindeutig und auch jeder sieht was anderes drin. Da kommt dann halt mein Part ein bisschen mehr ins Spiel. Also ich fange dann an, mit den Jugendlichen zu reden. Und in der Regel ergibt sich dann bei fast allen Jugendlichen, egal wie viele Fotos sie haben, so ein Häufchen, wo man dann gucken kann, okay, es geht irgendwie in den handwerklichen Bereich. Und ja, die Arbeit mit Holz zum Beispiel war ganz interessant. Oder ich fand es ganz toll, mit anderen Menschen zu arbeiten. Das ist ja auch so ein ganz standardmäßiger Berufswunsch. Und dann kann man dann einfach erstmal verschiedene Berufsbilder raussuchen. Also es gibt ja sowohl im Handwerksbereich als auch im Sozialbereich sehr viele Sachen. Und viele Sachen habe selbst ich in meinem Leben noch nie gehört, dass es diesen Beruf gibt oder noch gibt. Ja, es gibt zum Beispiel auch noch einen Beruf des Gerbers. Okay, ja, Lederbearbeitung gibt es noch. Ja, wird halt nicht allzu viel ausgebildet, aber... Muss ja irgendwo herkommen. Genauso ein anderes schönes Beispiel ist der Berufswunsch des Mechatronikers. Viele wollen ja immer Kfz-Mechaniker werden und das heißt ja jetzt inzwischen Mechatroniker. Ja, den Mechatroniker gibt es aber auch zum Beispiel noch für andere Sachen, zum Beispiel für Kühlanlagen. Ja, da hat man dann nochmal ein anderes Berufsbild und. Und ja, wenn man dann diese Berufsbilder erstmal so ein bisschen hat, kann sich der Jugendliche oder der junge Erwachsene halt auch einfach die entsprechenden Filme aus dem Berufenet anschauen und bekommt so einen ersten Einblick. Ja, wenn man die Filme angeschaut hat, kriegt man zumindest, oh mein Gott, nee, das wollte ich nie machen. Ja, also
Man kann natürlich auch mit einigen Fragen schon Sachen. Also ein sehr schönes Beispiel ist dafür einfach die Ausbildung Richtung Krankenpfleger oder Krankenschwester. Meine allererste Frage ist immer, kannst du Blut sehen, ja oder nein? Ja? Wenn du bei Blut natürlich umkippst, dann wird es halt ein wenig schwierig. Ja, auch das kann man sicherlich ein bisschen trainieren, aber dann ist vielleicht die Berufswahl in der Richtung nicht die ganz richtige Sache. Ja? Oder wenn man sich halt vor Exkrementen oder sonstigen Sachen ekelt. Und ja, letztendlich, ich empfehle den meisten Jugendlichen, sofern sie in der Schule noch sind, dann ein Berufspraktikum in dem Bereich einfach zu machen. Wenn sie nicht mehr in der Schule sind, kann man das ja auch nochmal anstreben. Wenn sie sich natürlich danach super sicher sind, dass sie das machen wollen, ist das super. Und ja, so kommt man dann schrittweise halt zu einem Ergebnis mit dem Jugendlichen zusammen. Also, weil anders geht es halt nicht. Also, es ist ja nicht mein Job zu sagen, du wirst jetzt Friseurin, Krankenschwester oder sonst irgendwas. Nein, mein Job ist, das mit dir zusammen zu entwickeln. Ja, und das ist halt meine Arbeit letztendlich. Ich setze mich hin und wir gucken dann gemeinsam, wo dein Weg hingehen würde. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Und zwar wegen Corona sind ja einige Ausbildungsplätze weggefallen. Aber es gibt bestimmt noch Branchen, die trotzdem noch sehr boomen und wo es sich wirklich lohnt, eine Ausbildung zu machen, wenn man halt schon eine Affinität für diese Richtung hat. Mhm. Tatsächlich ist es gerade vom letzten Ausbildungsjahr so, dass wir in Hessen über 20% nicht besetzte Ausbildungsplätze haben. Vielerorts sind es natürlich Ausbildungsplätze, die jetzt per se erstmal nicht so toll klingen. Es sind halt nicht unbedingt immer die Mechatronikerplätze oder die Erzieher oder also das, was immer nachgefragt wird, sondern es sind eher sowas wie Augenoptiker, Gehörgeräteakustiker, die Stahlbranche sucht auch händeringend. Aber viele Leute, ich sage mal, kennen auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Berufen, sind halt oder kennen die halt nicht genug. Wenn man sich das zum Beispiel anschaut, wenn ich gerne mit Maschinen arbeite und gerne an Autos schraube, dann gibt es diese Möglichkeit ja nicht nur im Kfz-Bereich, das gibt es ja auch im Zweiradbereich, ja, als Kfz-Mechatroniker für Motorräder zum Beispiel oder wenn ich wirklich nur Fahrräder mag, dort Möglichkeiten, auch dort gibt es in der Regel immer Ausbildungsplätze, die offen sind. Andere Sachen, Industriemechaniker, eine größere Stahlfirma in Darmstadt zum Beispiel hat den Platz auch nicht besetzt im letzten Jahr. Und lustigerweise, man würde sich gar nicht vorstellen, dort schraubt man auch viel an Autos rum und Maschinen. Ja, die Autos sind noch ein bisschen größer. Ja, müssen halt mal ein paar Tonnen durch die Gegend transportieren. Ja, aber die Maschinen, und die bilden aus, sie haben niemanden gefunden. Ja. Und manchmal ist es dann halt auch einfach die Möglichkeit, nochmal über den Tellerrand hinaus zu gucken, was einem dann, was den Leuten halt fehlt. Wenn man halt sehr, sehr fokussiert auf einen einzelnen Begriff immer ist, sieht man vielleicht manchmal Möglichkeiten gar nicht. Aber ja, es gab immer noch Ausbildungsplätze. Natürlich hat Corona die ganze Sache ziemlich erschwert. Ja. Das hat auch dazu geführt, dass die, ich sag mal, sehr begehrten Ausbildungsplätze bei Merck zum Beispiel sind sowieso immer relativ schnell weg und manche Sachen sind halt auch eher nicht mal Corona geschuldet, sondern der Sache, dass die Ausbildungsbereiche sehr eigene Regeln haben. Wenn wir sagen, zum August, September geht die Ausbildung los, dann gibt es in verschiedenen Bereichen zum Beispiel immer Fristen für die nächste Ausbildung und die sind teilweise sehr, sehr kurz. Ja, dazu gehören Verwaltung, dazu gehört Zoll, dazu gehört Justiz, dazu gehört aber auch große Chemieunternehmen. Ja, und das bricht den Jugendlichen meistens eher das Genick, weil sie müssen sich sehr, sehr früh mit dem Thema beschäftigen, sind aber eigentlich noch gar nicht so weit. Ja, das stimmt. Ja. Ich würde dir dann jetzt noch zwei zufällige Fragen aus unserer schönen Fragezeichenbox stellen. Okay. Mal gucken, was sie heute für dich zu bieten hat. So. Hast du ein Haustier? Nein. Ich hätte gerne eins, aber mein Vermieter sagt nein. Okay, und die zweite Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Also, verdammt schwierige Frage letztendlich. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich noch ein paar Jahre mehr mit meinem Vater verbringen hätte können.
Ja, also ich kenne das. Also ich hätte auch, glaube ich, gerne noch ein bisschen Zeit, also jetzt mit meinen Großeltern, nicht mit meinen Eltern verbracht, aber ja, ich glaube, das wünscht sich jeder irgendwann mal in seinem Leben. Und wenn ihr den Robert kontaktieren wollt, wir tun seine Kontaktdaten hier unten in die Infobox. Und falls ihr noch weitere Ideen habt, welche Vereine oder Personen nicht unbedingt das erste Mal treffen soll, schreibt uns gerne auf Facebook, Instagram, WhatsApp oder kommentiert einfach direkt hier unter dem Video. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr solcher Videos oder auch anderer Videos von uns sehen wollt, dann liked das Video und abonniert unseren Kanal. Und wir freuen uns auf viele weitere Videos mit euch und bis dahin, macht's gut. Jo. Tschüss. Ciao. David, das war's für heute, oder? Ja, das war's. Dann kommt, okay, gut, ich weiß Bescheid. Also, bitte tut uns einen Gefallen, schaut euch unter keinen Umständen das hier unten an. Das ist voll der Mist. Das ist, aber das hier oben, das ist noch schlimmer. Also auch das, vergesst es einfach, okay? Ja, ansonsten schönen Tag, macht's gut, ciao.